Hallo, liebe Leute, und willkommen zurück zu Europa Universalis als Portugal. Und das A kam gerade, weil ich... Irgendwie hat OBS eine ganze Weile gebraucht, um auf Touren zu kommen. Und wir sind auf gutem Weg zu dem Achievement, das ich anstrebe. Ich weiß noch nicht, ob ich dann weiterspiele als Portugal oder überhaupt Europa Universalis. Mal gucken, wie die Einschaltquoten sind. Und wenn ihr unbedingt mehr Europa Universalis haben wollt, schreibt in die Kommentare. Das ist besonders bei neuen Spielen, die ich ausprobiere auf dem Kanal, sehr, sehr hilfreich. Denn Einschaltzahlen sind nicht alles. Ich habe da viel lieber wirklich Rückmeldung in den Kommentaren drüber, was ihr konkret sehen wollt. So. Mir ist gerade aufgefallen beim Laden des Spiels, Dänemark hat sich noch mehr von den baltischen Staaten geschnappt. Interessant. Und Schweden hat den Unabhängigkeitskrieg erklärt. Okay. So, eine Sache ist mir auch noch eingefallen. Wir könnten die Finanzierung des Militärs noch weiter runterschrauben, um noch mehr Geld zu sparen. Das klingt nach einer guten Idee. Wir ziehen aktuell nicht in den Krieg. Ich habe es nicht so wirklich vor. Wir könnten sowieso... Also Marokko wäre das Einzige, was wir wirklich jetzt angreifen könnten. Das einzige Land. Und ich könnte wahrscheinlich nur Kastilien einberufen, aber die haben kein Interesse an einem Krieg. Tja. Nein, ich will keinen Kriegsgrund für Kastilien. Das interessiert mich nicht. Verliere ich leider Prestige, was ziemlich schade ist. Wir machen aber jetzt ganz gut Geld. Das ist schön. Continue the Reconquista. Okay. Kastilien will also über... so ziemlich die gesamte iberische Halbinsel herrschen. Tunis hat Fesan annektiert, okay? Naja. Das ist übrigens eine sehr, sehr nützliche Sache. Der Diplomatiemodus. Ich habe schon mal über Kartenmodi geredet, aber den Diplomatiemodus hatte ich mir, glaube ich, noch nicht so richtig angeguckt. Und wenn ich einfach nur, wenn ich nichts ausgewählt habe, dann wird meine Diplomatiekarte angezeigt. In hellblau sind meine Verbündeten, in hellem Grün bin ich selbst. Die gelb gestreiften Provinzen, das sind Provinzen, auf die ich einen Anspruch habe. Sehr, sehr nützlich. Ich kann aber auch auf irgendein anderes Land klicken, zum Beispiel Ungarn, und damit deren diplomatische Beziehungen einsehen. Sie sind mit Österreich verbündet, haben einen Anspruch hier auf eine dieser automatischen Provinzen. Ja, und haben noch ein paar andere. Ah, sie sind mit Aragon verbündet. Okay. Das kann sehr, sehr nützlich sein. Genauso wie die Religionskarte, die aktuell in Europa noch ziemlich einheitlich gelb aussieht, aber das wird sich bald ändern. Naja, so bald noch nicht. Aber wird sich in Pi mal Daumen 100 Jahren wahrscheinlich ändern. Okay. Gehen wir wieder zurück zum Spiel. Wir können wieder was basteln. Ich werde diesmal tatsächlich Geld in einen Marktplatz investieren. Mal gucken, wie sich das so auswirkt. 5,91, okay. Ist mehr als am Anfang letzter Folge. Das heißt, wir können unseren Einfluss auf diesen Handelsknoten ausweiten. Ja, wir kontrollieren jetzt mehr Handel als Kastilien. Das war letzte Folge noch anders. Das ist gut. So, wir haben jetzt hier eine... Wir haben hier eine Kolonie. Das ist noch keine vollständige Provinz. Kolonien kosten Geld, produzieren aber eigentlich kaum Einnahmen. Nur sehr wenig. Der Rohstoff, den wir da produzieren, das ist Fisch. Das ist ein ziemlich mieses Handelsgut. Aber naja. Wir haben eine neue... Conquer Melilla. Arguin kolonisieren. Ist eine ziemlich gute Mission. Weil der Bonus sehr, sehr gut ist, weil es das Koloniewachstum stark beschleunigt. Aber wir haben nur einen Kolonisten und ähnlich wie beim Force Limit... Es ist so, dass jede Kolonie, die wir mehr haben, als wir Kolonisten haben, unsagbar viel mehr Geld kostet. Deswegen werde ich wahrscheinlich erstmal Kap Verde in eine Stadt umwandeln, was im Prinzip bedeutet, dass wir 1000 Einwohner brauchen und pro Jahr bekommen wir 40 mehr. Das kann eine Weile dauern. Es gibt aber einen Base Production, also einen Entwicklungspunkt. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Aber was wir, glaube ich, machen können, ist... Ansprüche auf diese afrikanischen Provinzen hier produzieren, weil wir hier eine Provinz kontrollieren. Das heißt, ich werde hier mal einen Spion hinschicken. Und dann werden wir vielleicht
diesen afrikanischen Nationen ein bisschen einheizen. Es klingt immer so arschig, besonders wenn ich jetzt, es jetzt auch noch laut ausspreche, aber naja, wir sind ein koloniales Imperium. Sowas macht man als koloniales Imperium. Es klingt so kacke. Naja. Okay. Ah, oh, dieser König ist echt grauenhaft. 000, es ist so schrecklich. Naja. So, es ist allerdings recht unsicher, wer diese Provinzen demnächst halten wird. Jolof scheint gerade im Krieg zu sein mit Mali und Timbuktu. Timbuktu können wir nicht sehen, ist aber ein relativ großer Staat hier in Zentralafrika. Wo ist das Zentralafrika? Ja, so hier in der Gegend der Sahara. Das hier im Übrigen ist unkolonisierbares Land. Das Land gilt als so lebensfeindlich, dass man da einfach keine Provinzen besitzen kann. Es kann aber passieren, dass ein Staat dieses unkolonisierbare Land tatsächlich mit seiner Farbe einfärbt. Das ist jetzt seit 1-2 Versionen so. Und das machen die Nationen, die im Prinzip den Großteil der Provinzen um dieses unkolonisierbare Land herum kontrollieren. So, ich werde noch mehr in den Handel pumpen. Wir haben hier noch Tangier. Ceuta. Haben wir kleine Unruhen, okay. Genau, jetzt kann ich hier nämlich Ansprüche fabrizieren. Yay, jetzt haben wir einen Kriegsgrund. Jolof hat einen Verbündeten, Jenny müsste es sein. Bin ich mir nicht ganz sicher. Okay. Dann werde ich mir jetzt mal langsam meine Kriegsflotte wieder Verzeihung, in Schuss bringen. Diese beiden Forts kann ich erstmal deaktivieren und somit noch mehr Geld sparen. Selbst wenn wir in den Krieg gegen Jolof ziehen, brauchen wir diese Forts nicht. Ganz einfach, weil die ewig weit weg sind. Und ich habe eine E-Mail bekommen. Yay! Es ist nicht schön, dass ihr mal hören könnt, wenn ich E-Mails bekomme. Legitimität verlieren. Immer schlecht. Admin Power ist auch schlecht. Aber ich verliere lieber Admin Power als Legitimität. Naja. Venedig. Achso, ja. Hm. Ich werde auch schon mal einen Spion nach Mali schicken. England hat Burgund den Krieg erklärt. Burgund ist dieses ziemlich mächtige Königreich hier zwischen Frankreich und den deutschen Staaten. Können wir uns ja mal angucken, was Burgund so mächtig macht. Burgund an sich ist nicht besonders groß, aber es herrscht über diese vielen kleinen Staaten, unter anderem halt die Staaten, die später die Niederlande bilden werden. Und ist tatsächlich ziemlich mächtig, aber das kann sich sehr, sehr bald ändern. Okay. Man sieht hier gerade mit dem kleinen Hammer, auf dem kleinen Bildschirm kann man das wahrscheinlich überhaupt nicht sehen, aber da ist ein kleiner Hammer neben unserer Flotte. Das bedeutet halt, dass die Schiffe gerade repariert werden. Reparatur von Schiffen kostet kein zusätzliches Geld, aber es dauert eine Weile. So, wir können hier einen zweiten Anspruch formieren. Zack. Okay. Und dann werde ich jetzt, glaube ich, bald wieder in den Krieg ziehen. Eine Sache werde ich mir nochmal kurz angucken. Wir haben ja schon mal die Militärstärke von anderen Nationen eingeschätzt. Jetzt will ich mal die Flottenstärke von Jolof mir angucken. Sie haben 7 leichte Schiffe und 5 Transporter. Damit sollte unsere Flotte locker klarkommen. Wir haben schwere Schiffe. Das sind die besten Kampfschiffe einfach. Einen Moment, ich will mal kurz meinen Admiral abziehen. Er soll... ja, kontrolliert den Handel. Wir können unsere neue Kolonie auch schon als Hafen benutzen. Das werde ich auch gleich tun. Die Unruhen in Ceuta sind so niedrig und dürften bald verschwinden, dass ich tatsächlich meine Armee abziehen werde, zum größten Teil. Okay, Großbritannien hat einen Krieg beendet. Ich werde noch was kurz gucken. Wie viele Armeen hat Jolof? Wo war's denn? Ich habe es gerade gesehen. Da.
2900. Okay, das ist nicht so viel. Dann werde ich jetzt eine neue Armee ausheben. Ich werde 2 Kavallerieregimenter mitnehmen. 2 Kavallerieregimenter. Und dann 8 Infanterieregimenter. Das macht genau. Ups, das ist ein bisschen zu viel. Das ist ein bisschen zu wenig. Das macht genau 10. Krieg den General mit. Und die packen wir aufs Schiff. Und mit dem Schiff fahren wir nach Kap Verde. Hallo? Achso, ich habe nicht die Flotte ausgewählt, sondern die Armee. So. Zip. Hallo? Die Inseln sind ein bisschen schwer zu treffen. Okay. Die Überfahrt hat tatsächlich einige Leute das Leben gekostet, einfach weil zu Seefahren nicht ganz ungefährlich ist. Aber ist egal. Wir erklären den Krieg. Jenne, der Verbündete von Joloff, wird tatsächlich nicht mit in den Krieg eintreten, einfach weil sie so viele Probleme haben. Sie sind selber sehr stark besetzt und haben große Kriegsmüdigkeit. Das heißt, das wird sehr, sehr einfach. Ich könnte einen Kolonialkrieg erklären. Was aktuell aber keinen Sinn macht, weil wir keinerlei Kolonien oder Protektorate haben. Das wird erst später interessant. Ich werde als Kriegsziel Trasav festlegen, weil Kajor womöglich bald nicht mehr zu Joloff gehören wird. Wir haben den Krieg erklärt, den zweiten. Und das ist ein ziemlich ungleicher Krieg, ein ziemlich unfairer Krieg, könnte man sagen. Aber so ist das in Europa Universalis. Man nimmt sich häufig die Schwächeren vor, weil es einfacher ist. Und wir können uns auch mal angucken, was diese Provinzen hier interessant macht. Ich weiß leider nicht, ob ich das hier irgendwo schnell eingespeichert habe. Wir können uns nämlich die Handelsgüter dieser Region angucken. Und hier gibt es Sklaven. Yay, Sklaverei! Ja, Dinge, die mich Europa Universalis sagen lässt. Elfenbein. Ja, yeah, auch großartig. Oh Mann, ey. Das ist so grauenhaft. Und dies sind Handelsgüter, die einen ziemlich hohen Wert haben und deshalb viel Geld auf den Weltmarkt bringen. Das ist etwas, das wir sehr, sehr gut gebrauchen können. Mit viel Geld können wir ein großes Imperium aufbauen. Steuern aus den Provinzen werden wir kaum einbeziehen können, aber die Waren können wir verkaufen. Und das ist interessant. So, es braucht einige Weile, um unsere Armee von den Schiffen anlanden zu lassen. Oha, wir verlieren ordentlich Geld. Ich lasse tatsächlich meine Transportschiffe wieder einlaufen in den Hafen. Einfach, weil es ziemlich schlechte Kriegsschiffe sind. Die Provinz hier fällt praktisch sofort, einfach weil es kein Vor... Verzeihung, weil es kein Vor gibt. Wir haben Trasa besetzt, damit auch das Kriegsziel besetzt. Und wir können nach Sine vorrücken. Sine. Interessant. Oh, da ist die Jolofianische Flotte. Joloff und Wolof. Ob die verwandt sind? Und hier ist übrigens Nebel des Krieges. Wir haben zwar eine 10.000 Mann starke Armee hier rumgammeln, aber die haben keine Ahnung, was hier liegt. Afrika ist tatsächlich zum größten Teil ein unbeschriebenes Blatt zu der Zeit noch. Das wird sich bald ändern. Oh, das ist Joloff. Oh, Wolof ist von Joloff besetzt. Dann sollten wir da vielleicht hin, denn die Provinz... Dadurch, dass Joloff diese Provinz besetzt hat, können wir sie zurückerobern. Was ein bisschen seltsam ist. Warum mache ich das? Naja, einfach weil ich Joloff schwächen will. Mal gucken, ob wir schon den Krieg beenden können. Sie würden tatsächlich einen weißen Frieden nehmen, aber sie würden uns die Provinz nicht abtreten, weil wir keinerlei Forts besetzt haben. Ich schätze mal, dass das Einzige, was hier in der Gegend als Fort durchgehen würde, Kajor die Hauptstadt ist. Okay, wir haben hier die Chance, Joloffs Armee zu schlagen. Oh, dadurch haben wir jetzt eine schwarze Flagge bekommen. Ich glaube, für die können wir loswerden. Wenn wir einfach hier hinlaufen. Ja, okay, super. Okay, Mali hat Kajor annektiert.
Weil wir hatten einen Anspruch erzeugt auf Kayor. Diesen Anspruch konnten wir gegenüber Joloff gültig machen. Jetzt gehört Kayor aber zu Mali und wir haben aber immer noch diesen Anspruch. Das heißt, wir können diesen Anspruch jetzt für eine Kriegserklärung gegen Mali nutzen. Sehr, ja, interessant. Und wir haben den Krieg komplett gewonnen, indem wir einfach nur gewartet haben, weil Mali im Prinzip Kayor genommen hat. Musste Joloff seine Hauptstadt verlegen nach Trasa. Wir hatten damit die Hauptstadt besetzt und damit im Prinzip indirekt auch eine Art Fort und die Hauptstadt von Joloff. Deshalb werden sie jetzt bedingungslos kapitulieren. Oh, das kann ich nicht einnehmen. Ich kann das nicht einnehmen, weil es außerhalb, weil ich es keinen Korn, keinen Chor, Entschuldigung, weil ich dort keinen Kern erzeugen kann. Es liegt außerhalb der Reichweite, bis zu der ich Kerne erzeugen kann. Was genau der Reichweite entspricht, bis zu der man Kolonien gründen kann. Ich kann hier also weder Kolonien gründen in dieser Provinz, noch kann ich dort einen Kern erzeugen. Was nicht so schlimm ist. Wenn wir aus dieser Provinz einen Kern gemacht haben, müssen wir daraus einen Kern machen? Ich weiß nicht. Dann erweitert sich unsere Koloniereichweite deutlich. Okay, wir könnten auch noch. Was wir stattdessen machen könnten, ist Joloff zu unserem Protektorat machen. Protektorate sind im Prinzip untergebene Nationen, ähnlich wie Vasallen, nur dass sie technologisch niedriger stehen. Sie halten uns von uns im Prinzip Forschungshilfe und militärische Unterstützung im Angriffsfall, müssen uns aber einen Großteil ihres Handelseinkommens abgeben, im Prinzip. Ich weiß aber nicht, ob ich das will. Ich glaube, ich will eher einen Brückenkopf hierhin. Protektorate können wir später noch erklären. Andererseits, Protektorate sind ziemlich interessant geworden in den letzten paar Patches, weil man Protektoraten einfach Provinzen klauen kann. Man kann einfach wirklich imperialistischer Bastard sein und sagen, hey, ich will diese Provinz. Aber ich will einfach, glaube ich, erstmal Trasa. Und sie sollen mir Reparationszahlungen geben und einen Teil ihrer Handelsmacht übertragen. Das können wir nämlich auch sagen, einfach im Prinzip, oh ja, gebt uns mal die Hälfte eurer Handelsmacht. Und ja, das nehmen wir so. Unsere Armee wurde wieder mit schwarzer Flagge versehen. Das heißt, wir können durch jede Provinz durchlaufen. Und das heißt doch, dass wir einfach zu dieser Provinz hinlaufen können. Ich erzeuge hier einen Kern. Das dauert kurz. Das dauert 3 Jahre. Okay. Wir haben 16% Unruhen. Das ist nicht so viel. Unser General ist gestorben kurz nach dem Krieg. Wahrscheinlich war er zu traurig, dass sein Krieg vorbei ist. Ich erhöhe die Autonomie, wodurch die Autonomie auf 100 steigt. Sie kann nicht niedriger als 75% fallen, weil diese Provinz eine Überseeprovinz ist. Sie liegt so weit übers Meer hinweg von unserer Hauptstadt aus gesehen, dass sie als nicht mehr zum Hauptland gehörig zählt. Und deswegen ist unser liegt sie nicht gerade in unserer direkten Gewalt. So, Mali, was für Verbündeten hast du? Er und Timbuktu. Mali ist ziemlich groß, was man in der Schrift sehen kann. Wir können nicht ihr gesamtes Territorium sehen, aber wir können anhand der Schrift in etwa abschätzen, wie groß ihr Territorium ist. Ja? Die größte Schrift, also die größte Schrift zu haben, ist natürlich eindeutig extrem wichtig. Ich hätte wirklich gerne Kayor. Einerseits, weil ich einen Anspruch habe, andererseits, weil ich dann Ansprüche auf diese Provinzen alle fabrizieren kann, weil diese Provinzen alle an der Seefläche Coast of Gambia liegen. Ich werde meine Flotte mal nach hier bewegen. Diese Flotte zurück in den Hafen einlaufen lassen. Ach so, alle Forts haben sich aktiviert, weil diese Option ja eingeschaltet ist. Automatically raise maintenance during war. Was bedeutet, wenn ich den Krieg erkläre oder wenn mir der Krieg erklärt wird, werden sofort alle Forts aktiviert. Was ich wahrscheinlich ausmachen werde, weil ich das eigentlich lieber manuell steuere. So, ich könnte hier auch noch etwas machen, nämlich eine Handelskompanie gründen. Kann man?
Ja, eine Handelskompanie. Was bedeutet, dass diese Provinz eigentlich nicht mehr direkt dem Staat gehört, sondern einer halb privatisierten Organisation, was den Handel ordentlich ankurbelt, allerdings im Prinzip dazu führt, dass Steuern komplett wegfallen. Da diese Provinz aber sowieso einerseits nicht besonders viel wert ist und extrem hohe Autonomie hat und unruhig ist, werde ich das machen. Local Trade Power plus 100%, Local Tax Modifier geht runter, Missionare werden schwächer, weniger Mannstärke, weniger Segler, aber unser Force Limit für Schiffe steigt ein bisschen. Das ist gut. Und damit sinkt auch die Unruhe extrem stark. Weil. Warum eigentlich? Ich weiß es nicht. So, was haben wir hier für schöne neue Technologien? Oh, neue Waffen. Sehr, sehr gut. Wir hinken aber ein bisschen hinterher. Und jetzt können wir auch einen neuen Einheitentyp rekrutieren. Ja, wir haben am Anfang. Das Spiel beginnen wir mit. Ich glaube, latinischer mittelalterlicher Infanterie. Und jetzt können wir uns aus drei unterschiedlichen Einheitenarten was aussuchen. Die unterscheiden sich im Prinzip in ihren Pips, also ihren Punkten in Feuerschaden, also was später halt mit Gewehren und Musketen während eines Feuergefechts, wie wir Schaden und sie im Angriff und in der Verteidigung auszahlen, das gleiche nochmal im Nahkampf, was Schock ist, und die Moral. Moral ist sehr, sehr wichtig. Das ist mir schon die Armee, deren Moral zuerst alle geht, flüchtet, was meistens sehr, sehr schlecht ist. Schock ist aktuell im Prinzip das Wichtigste und das Einzige, Infanterie hat noch keine wirklichen Feuerwaffen, deswegen haben sie keine Firepips. Obwohl Langbogen natürlich im Prinzip schießen, aber es, ja, ich nehme, glaube ich, auch den Langbogen. Finde ich einigermaßen gut. Ah ja, der Klerus und der Adel streiten mal wieder um eine Provinz und diesmal um die Azoren. Ne, das ist Madeira, das sind die Azoren, ne? Der Klerus hat einen ziemlich großen Einfluss. Ja, ich gebe es dem Adel. Und jetzt haben wir tatsächlich einen disloyalen Estate. Was bedeutet, dass er tatsächlich keine Vorteile gibt? Also, ihr seht gerade, ja, obwohl. Also, diese beiden Estates sind mir ziemlich wohlgesonnen. Ihre Loyalität ist sehr, sehr hoch mit über 60%. Das heißt, wir bekommen große Boni auf ziemlich wichtige Faktoren. Aber wenn diese Loyalität halt unter 40% sinkt, kriegen wir ziemlich starke Abzüge. Das ist gar nicht mal ohne. Allerdings wird sich die Loyalität um 1% pro Jahr verbessern. Das heißt, es dauert jetzt 5 Jahre, was nicht so gut ist. Ich sollte vielleicht was dagegen machen. Was können wir? Wir könnten tatsächlich einen Missionare in die neue Welt schicken, was den Einfluss steigert. Damit habe ich noch nicht viel gemacht. Das sind Interaktionen, die man mit den Estates machen kann. Können sehr, sehr, sehr nützlich sein. Ich glaube, ich werde den Bürgern einen New World Charter erlauben. Ja, das sieht nach einer guten Idee aus. Sie gewinnen dadurch ziemlich viel Einfluss, aber es gibt plus 10 Siedler mehr pro Jahr. Das ist ziemlich viel am Anfang. Deswegen nehme ich das. Ich könnte den Klerus im Prinzip bestechen. Also, da steht Spende, aber es läuft im Prinzip auf Bestechung hinaus. 40 Dukaten. Werde ich sogar machen. Einfach weil wir gerade einigermaßen viel Geld haben.
Ich werde auch wieder die Militärausgaben drastisch senken. Diese Flotte auch erstmal wieder stilllegen, genauso wie diese hier. Wo ist meine Handelsflotte? Hä? Wo ist sie denn? Muss ja irgendwo hier rumgurken. Da ist er. Okay. Ich will die mal kurz einlaufen lassen und dann gucken wir mal, ob wir nicht jetzt was Neues erforschen können. Also nicht erforschen, sondern Neues. Ah, entdecken. Nein, können wir nicht. Na gut. So, jetzt aber wieder zurück zum Handel beschützen. Wir haben einen Agenten aus Argon erkannt. Oh, guck mal, hier ist unkolonisiertes Land. Wir könnten hier tatsächlich eine Kolonie gründen. Interessant. Könnte Mali den Krieg erklären? Timbuktu und er würden ihm beistehen. Ha. Timbuktu ist, glaube ich, hier dieses etwas dunklere Gelb. Das ist Zitronengelb, würde ich sagen. Das ist ein ziemlich großes Land. Die afrikanischen Staaten sind mir technologisch tatsächlich unterlegen. Ja, sie haben Militärtechnologie 2, während wir Militärtechnologie 5 haben, was ziemlich dramatisch ist. Aber ich weiß nicht, ob ich es einfach so schaffen kann. Ich habe natürlich ziemlich viel Mannstärke und wenn ich meine gesamte Armee hier runterziehe, dürfte ich es wahrscheinlich hinkriegen. Der Grund übrigens, warum westliche Nationen in Europa Universalis meistens die beste Technologiestufe haben, ist, wenn wir uns das mal angucken, Technologie, wir haben die Technologiegruppe westlich. Und das bedeutet, dass wir einfach keinen ganz normal Punkte für das Kaufen neuer Technologien zahlen. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal eine afrikanische Nation angucken, dann hat die Technologiegruppe westafrikanisch. Und die zahlen 60, müssen 60% mehr Punkte zahlen, um eine Technologie zu kaufen. Was ziemlich heftig ist. Deswegen hinken die meistens halt ziemlich hinterher. Nicht westliche Nationen haben tatsächlich die Möglichkeit, die westliche Technologiegruppe anzunehmen, indem sie die Verwestlichung vervollständigen. Was ein ziemlich heftiger, stabilitätsgefährdender Prozess ist. Und eine ganze Weile dauert. Wir bekommen durch unseren einen guten Jahrgang sinkt die Unruhe. Das ist gut. Ich werde tatsächlich das mit der Eroberung Afrikas mal langsam Griff nehmen. Wir können eine neue Idee kaufen. Quest for the New World. Schön. Wir können jetzt selber Conquistadores und Entdecker rekrutieren. Schön. Oh, das ist ziemlich gut. Koloniale Reichweite steigern. Das ist ziemlich mächtig. Diese Ideen hier, das sind die nationalen Ideen. Die sind von Land zu Land unterschiedlich. Manche Länder haben die gleichen. Aber sie sind meistens ziemlich unterschiedlich. Und diese nationalen Ideen bekommt man, indem man halt drei dieser stinknormalen Ideen irgendwie fertig bringt. Dann kriegt man eins von diesen gratis dazu. Was ziemlich cool ist. So, unsere Kolonie ist zu 20% fertig. Kann man auch hier oben rechts sehen. Ach nee, 20% Chance, dass der Kolonist mehr Kolonisten anzieht, genau. Das ist ein bisschen irritierend manchmal. Wir haben 50% Wachstum pro Monat. Ich glaube, ich werde diese Provinz auch zu der Handelskompanie für diesen Teil Afrikas zutragen. Ja, mache ich. Auch wenn Fisch nicht gerade interessant ist als Handelsgut, aber hey. So, dann schaffe ich mal die gesamte Armee hier rüber. Frankreich hat keinen legitimen Erbfolger. Interessant. Und der französische König ist kackenalt. Ha. Ah, sie haben Kastilien zum Rivalen. Das ist unschön.
Ansonsten hätte ich das gerne gemacht. Frankreich wird eine gewaltige Macht über die nächsten paar hundert Jahre. Also, Frankreich ist jetzt schon ziemlich mächtig, aber es wird noch viel, viel mächtiger. Dup, 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 dup. Na komm. Okay, da wären wir. So. Dann werde ich wahrscheinlich in der nächsten Folge einen Krieg gegen Mali erklären. Ihr seht schon, es geht langsam voran. Ne? Wir gründen langsam unser Kolonialweltreich. Und ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein. Einen schönen Tag noch.